Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, der nächste Katalog für 2023 ist erschienen und der kommt hier von Comanci. Play for Real. Comanci ist ein spanischer Hersteller. Mit einem kleinen, aber feinen Programm. Lasst uns mal schauen, was er dieses Jahr 2023 Neues mit ins Programm genommen hat. Allzu viel wird es nicht sein, aber wen es interessiert, vor allem wer den letztjährigen Katalog verpasst hat, kann es sehr gerne nachholen und sich auf den aktuellen Stand bringen. Also, was haben wir denn hier alles von Comanci? Ich blätter hier mal Seite für Seite durch. Hier sieht man auch schon einiges, was mit New gekennzeichnet wurde. Ich sage ja, allzu viel ist es nicht, aber doch wenigstens ein paar Geschichten. Los geht's hier mit einer Lizenzgeschichte und zwar zu Baby Shark. Baby Shark, seht ihr, gibt's verschiedene Figuren von 6,3 bis 8,2 cm. Baby Shark, Mami Shark, Daddy Shark, Grandma Shark und Grandpa Shark. Die alle gibt's einzeln in Displays zu kaufen oder halt in kompletten Sets in der Box. 35x13x10 cm groß. Ihr könnt also die ganze Family auch komplett kaufen. Ist keine Neuheit, gab es auch schon letztes Jahr. Als nächstes haben wir hier Peppa Pig, My First Peppa. Das hier sind anscheinend neue Figuren. My First Peppa Pig 9 cm hoch und My First Peppa George 7 cm hoch. Ich gehe hier relativ flott durch. Wenn euch das zu schnell ist, ganz einfach das Video pausieren. Dann könnt ihr es euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Wir gehen auf die nächste Seite. Hier gibt es noch mehr Peppa-Figuren. Die findet ihr bei eurem Händler in diesen kleinen Displays drin. Alle Figuren zwischen 5,5 und 7 cm. Also nicht allzu groß, aber nett gemacht. Und das muss man sagen, Comanci macht echt schöne Figuren. Gerade die Lizenzgeschichten wurden hier echt toll umgesetzt. Und Peppa geht hier weiter. Und hier gibt es auch ein kleines Viererset in der Box von 23x9x10 cm. Weiter geht's hier mit Pocoyo. Auch dazu gibt's Figuren. Ja, ihr seht auch die Figuren zwischen 4,5 und 7 cm. In der Höhe. Als nächstes kommen wir hier zu den Color Monster. Ja, die Farbenmonster. Auch die nicht wirklich neu, aber witzig. Ihr seht hier die unterschiedlichen Farben, die unterschiedlichen Designs. Gibt's hier auch im Set in so einer Box. Ne, es gibt diverse Online-Händler, wo ihr die Sachen bekommt. So, als nächstes Naruto. Und die sind hier tatsächlich neu. Wir haben hier Sakura, Naruto und Sasuke. Figuren in der Höhe von 8 bis 9,5 cm. Auch die, ja, nett gemacht. Gibt es auch hier als Dreier-Set zu kaufen. Dann haben wir hier Sonic the Hedgehog. Ebenfalls neu bei Comanci. Wir haben hier Knuckles, Tails, Shadow und Sonic. Sind Figuren zwischen 7 und 8 cm. Gibt es hier auch im Vierer-Set oder einzeln in diesen Displays zu kaufen. Und es geht hier weiter mit neuen Charakteren. Und zwar haben wir hier Amy Rose, Super Sonic und Sonic Thumbs Up, also Daumen nach oben. Alle Figuren zwischen 8 und 9 cm. Wundert euch nicht, dass hier unten immer Comanci Toys 2022 steht. Der Katalog ist tatsächlich aktuell für 2023, okay? Ja, dann geht's hier weiter mit den Turtles. Ebenfalls neu im Programm und schaut es euch an. Ich finde, sie sind klasse gemacht. Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael. Alle zwischen 8,5 und 9 cm groß. Ob ihr ihnen die Waffen aus den Händen nehmen könnt, kann ich euch nicht sagen. Also ich würde mich aber nicht wundern, wenn die Sachen hier fest montiert sind und hier eben nicht aus den Händen herausgenommen werden können. Aber ihr seht schon, die Verarbeitung ist schon klasse geworden. Sind echt schöne Modelle. Natürlich nicht beweglich. Keine Actionfiguren, reine Aufstellfiguren. Aber super gemacht, wenn ihr mich fragt. Ist natürlich alles nur meine Meinung. So, als nächstes haben wir hier SpongeBob, selbstverständlich in unterschiedlichen Posen. Einmal hier mit seinem Netz. Thaddäus mit dabei, Gary, Mr. Krabs, Patrick. Und ihr seht zwischen 4 und 9 cm in der Höhe. Als nächstes haben wir hier Doraemon oder wie auch immer man das Ganze hier ausspricht. Ja, auch hier gibt es verschiedene Motive.
lustig umgesetzt, die Katze, die Menschen im typischen Zeichentrickstil zwischen 6 und 8 cm. So, was haben wir als nächstes? Wir kommen hier zu den Looney Tunes. Bugs Bunny und Co. Genau, hier seht ihr alle. Bugs Bunny, Tweety, Duffy, Tess, Roadrunner, Coyote und Sylvester. Gibt's noch mehr? Nee, es geht weiter mit Tom und Jerry. So, jeweils zwei unterschiedliche Posen zwischen 5,5 und 7 cm. Sind alles Figuren aus Gummi in der gewohnt guten Qualität, wie ihr es von Comanzi erwarten könnt. So, dann haben wir ja auch noch die Sesamstraße. Ihr seht das Keksmonster, Ernie, Bert, Elmo und Grobi. Hieß er nicht Grobi auf Deutsch? Boah, schon ein Weilchen her, ne? Mascha und der Bär haben sie auch noch mit im Programm. Na wunderbar, hier, ihr seht, unterschiedliche Maschas, zweimal der Bär in unterschiedlichen Posen. So, als nächstes haben wir Heidi. Ja, Ziegenpeter, Clara, Heidi, Josef und natürlich der Großvater darf nicht fehlen. Ihr seht es zwischen 5 und 9 cm. So, dann haben wir hier Feuermann Sam. Hier das ganze Team, zumindest ein paar davon, in unterschiedlichsten Posen. Als nächstes haben wir hier Thomas und Friends. Ja, ihr seht es, Henry, Thomas, James und Harold. Zwischen 6 und 8 cm. Ich denke, dieses Mal die Länge betreffend. Dann haben wir hier DreamWorks Shrek. Auch hier, ja, Shrek, der Kater, der Esel, Fiona, der Drache und der Lebkuchenmann. Zwischen 6 und 9 cm. Dann haben wir hier Madagaskar, das Zebra, der Löwe, King Julian, Gloria, Rico, Skipper, Kowalski und Private. Die vier Pinguine aus Madagaskar. Ihr seht, ich gehe relativ schnell durch, ne? Wie schon gesagt, haltet einfach an, wenn es euch zu schnell ist. Dann haben wir hier natürlich auch noch Kung Fu Panda. Dragons haben sie schätzungsweise nicht mehr im Programm. Ja, Po in zwei Posen. Posen, ne? Und noch zwei weitere Kollegen. Ja, das Programm ist relativ mager geworden. Dann haben wir hier My Little Pony. Seht ihr, Dragons sind nicht mehr mit drin. Und die sind echt auch total knuffig gemacht. Gibt es ja auch in einem Vierer-Set, 35 x 11 x 7,5 cm. Sieht cool aus. Preise habe ich jetzt leider momentan nicht vor mir liegen. Dann gibt es hier Gorgeous. Und hier haben wir, ja, auch noch einiges im Programm. Ihr seht, alle so zwischen 8,5 bis 9, sogar über 9 cm hoch. 9,5. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier, ja, verschiedene Sammelfiguren, einzeln oder als Display erhältlich. Ich werde hier ein paar Seiten überspringen. Hier kommen wir zu Outdoor-Geschichten. Ihr seht ja, was es hier alles gibt. Bälle zum Aufblasen. Was haben wir hier? Wassergeschichten. Ah, solche Dinge, nach denen ihr tauchen könnt, denke ich mal. Wasserspielzeug. Das sind hier so kleine, ja, Anhänger. Halskettchen, Armbänder. So, was haben wir hier noch? Genau, hier haben wir Wildtiere. Ja, sogar Dreier-Sets, wo ihr immer drei Tiere zusammenbekommt. Ja, ihr seht die Tierchen nicht jetzt unbedingt auf dem aktuellsten Stand. Ich glaube, die haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ja, aber auch daran kann man Spaß haben. Wir haben hier einmal ein Dschungelset und einmal ein Bärenset. Hier auf dieser Seite Little Wild & Co. Animal World. Hier haben wir noch einzelne Wildtiere, Tiger, Elefant. Ihr seht hier immer die Länge. Tiger 12,5, Elefant 17,5, der Polarbär 12,5 cm, Panda und Baby 11 cm lang, einen jungen Schimpansen 5,8, Schimpansenmama mit Baby 6,4 und ein Babypanda mit 6,3 cm. Ja, hier kommen Reptilien. Ja, lebensecht, weiß nicht so richtig, ja, aber sehen auf jeden Fall cool aus, bis auf die weit aufgerissenen Mäuler. Das heißt, ich glaube, wir haben teilweise hier wieder Hohlfiguren, aber sie sind schön bunt geworden, das muss man auf jeden Fall sagen. Wie ihr seht, verschiedene Echsenarten, ziemlich bunt, sehr kurios, aber ja, auch damit kann man natürlich Spaß haben. Als nächstes kommen wir hier zu den Dinosauriern, ja, und ihr seht's.
Auch das hier sind schon ältere Modelle. Und wenn ich den Stegosaurus hier unten links anschaue, der ist zum Beispiel von AAA. Ja? Und ja, die eine oder andere Figur erinnert mich auch an AAA-Figuren. Ich denke mal, man hat hier einfach die Figuren übernommen und so kriegt das jetzt hier halt bei Comanche. Aber das hier, der Stego, ist so eine typische AAA-Figur. Also die gibt schon ewig und drei Tage. Ja, haben hier teilweise eine nette Bemalung, sind halt total einfach gemacht. Und die Figuren, ihr seht schon, haben maximal eine Länge oder eine Höhe von 12 cm. Ich meine, ich hätte euch die eine oder andere Figur auch schon mal auf meinem Kanal hier vorgestellt. So, dann kommen wir hier zu den Seetieren. Diverse Meerestiere, ihr seht schon, ja, auch die haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, wenn er mich fragt. Sind also nicht jetzt unbedingt auf dem neuesten Stand. Aber ja, komm, ist Spielzeug, wenn man da Spaß dran hat. Why not? Als nächstes Dino-Egg, also Dino-Eier. 6 cm groß, könnt ihr hier im Wasser mehr oder weniger ausbrüten. Leider keine Abbildung, wie sie tatsächlich aussehen, aber vielleicht kommt es ja noch. Hier, Dino-Ei. Oh, sehen sie so aus wie der hier unten? Das bezweifle ich doch stark, oder? Wobei, der hier rauskommt in grün, das könnte schon hinkommen. Aber ob die tatsächlich solche Details haben, weiß man nie. Meistens sehen die Dinosaurierabbildungen besser aus, wie sie dann tatsächlich sind. Ne? Aber das Ei hier hat schon mal eine Größe, eine Höhe von 20 cm. Ja, und die Figuren hier unten stets wachsen bis zu 50 cm Größe heran. Ja? Ja, vielleicht kriegt man dann tatsächlich ein paar schönere Details. So, hier nochmal die Dino-Eier in der Höhe von 11 cm, sind also ein bisschen kleiner. Ja, was kommt jetzt? Jetzt kommen hier, ja, okay, so ein bisschen wie Zauberwürfel, nur halt in Obstform. Okay, ihr seht hier auch die Größenangaben. Ja, dann hier noch Kinderspielzeug, ne, so Fahrzeuge mit Ballons dran, die ihr hier aufpumpen könnt und dann flutsch rasen die durchs Zimmer oder durch den Garten. Sind nett, kann man viel Spaß damit haben. Ja, dann haben wir hier so Kugelbahnen. Was haben wir auf der nächsten Seite? Ja, ebenfalls ein Spiel und noch mehr Stickerart. Ja, ihr seht es ja, Fensterbilder, Vorlagen zum Ausmalen mit verschiedenen Motiven. Hier entsprechend dann die Stifte dazu. Okay, auch als Baby Shark, wunderbar. Dann haben wir hier noch klassische Spielzeuge. Ach Gott, Fingergummis. Wird es heute auch noch gespielt? Das haben die Mädels damals in meiner Klasse gemacht, ne? Mit Regenbogengummi. Ja, guck an, gibt's das also auch noch. Genauso das Ganze in groß. Dass es das noch gibt, ist ja der absolute Oberknaller, ne? Ja, dann haben wir hier noch irgendwie so Glitter- und Glitzerstäbe. Irgendein Wasserspiel. Ne? Ihr seht's ja. Flying Dinos. Ja, wie auch immer. Und dann haben wir hier auch noch Fahrzeuge, Flugzeuge in unterschiedlichen Designs, Bigfoot-Fahrzeuge und Armbänder mit Rollen dran. Ich schmeiß mich weg. Okay, Motorräder haben sie dann auch noch mit im Programm. Und ja, das war's, Leute. Das war der Katalog von Comanche für 2023. Ihr seht, allzu viel Neues ist ja tatsächlich nicht mit dazugekommen, aber doch ein paar Neuheiten. Also Turtles-Fans können sich auf jeden Fall freuen, genauso wie Sonic oder My Little Pony etc. Ne? Ihr seht ja, ein paar Sachen sind dann doch schon neu dazugekommen. Okay, also da waren wir jetzt relativ schnell durch. Ich sage ja, wenn es euch zu schnell ging, haltet es einfach an den entsprechenden Stellen nochmal an. Schaut es euch in aller Ruhe an und guckt halt online. Meistens kriegt ihr es bei diversen Online-Händlern oder wenn ihr Glück habt, habt ihr auch einen Händler vor Ort, der Comanche-Figuren führt. Umso schöner, denn ich weiß, Kinder schauen sich die Geschichten immer gerne live vor Ort an. Wobei ich sagen muss, gerade so die Turtles-Geschichten, das sind schon wieder fast keine Spielzeuge mehr, ne? Aber ihr seht, tolle Details, was man hier den Figuren hat zukommen lassen. Und dafür steht ganz einfach Comanche. Comanche hat auf jeden Fall sehr, sehr schöne Geschichten im Programm. Ja, Freunde, damit sind wir hier auch schon durch. Die unterschiedlichen Welten von Comanche fürs Jahr 2023. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei dem schnellen Durchblättern. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay!